Grüß Gott und herzlich willkommen zur Roten Couch Express. Wir sind hier auf der SPS IPC Drives am Stand von SICK. Und bei mir ist Fanny Plattbrot. Sie ist Produktmanagerin für Industrial Safety Systems. Grüß Gott, Frau Plattbrot. Guten Tag. Was ist denn Ihr Highlight, das Sie hier auf der Messe zeigen? Bei uns sehen Sie ein Beispiel, eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration mit der neuesten Generation Sicherheitssensorik von SICK. Der Roboter ist keine vollständige Maschine. Daher muss die Risikobeurteilung des Gesamtroboteranwendung durchgeführt werden. Und selbst wenn der Roboter über Konstruktivmaßnahmen verfügt. Und dazu gehört der Roboter mit Werkzeug, Werkstück und seine Umgebung. Und die passende Maßnahme zur Reduzierung der Gefahren müssen abgeleitet werden. Welche Technik setzen Sie denn dafür ein? Wir verwenden zwei Sicherheitslaserscanner in Kombination mit unserer sicheren, kompakten Steuerung Flexisoft. Unsere Microscan 3 mit der neuen innovativen Scan-Technologie SafeHDDM. Der andere Sicherheitslaserscanner, unsere Laserscanner S3000, mit vier simultane überwachtetem Schutzfelder. So, wenn die Person sich an der Roboter annähert, wird die Robotergeschwindigkeit schrittweise bis zum Schildstand reduziert. Und wenn die Person sich entfernt von dem Roboter, wird der Roboter wieder arbeiten. Und mit unserer Safe Robotics Lösung bieten wir eigentlich eine höhere Produktivität. Und wir absichern auch unsere Anwendungen. Auf welche Anforderungen gehen Sie denn darauf damit ein? Die Sicherheitstechnik wird immer eine wichtige Rolle spielen bei Mensch-Roboter-Interaktion. Und mit unserer Safe-Robotik-Lösung machen wir nicht nur die Absicherung der Arbeitsumgebung, aber die Arbeit ist auch leichter und die Arbeitsergonomie ist verbessert. Und neben dem breiten Produktangebot in unserem Portfolio verfügt SICK schon heute über umfassende Dienstleistungsangebot für die Maschinensicherheit. Und mit der Fachexpertise unserer Anwendungsexperten und ihrer Fachwissen liefern wir umfassende Lösungen zu sicheren und effektiver Roboterautomatisierung von morgen. Ich sage danke für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.